Weiter geht's mit unserem Pokerprojekt. In Vlog Nummer 3, den ihr hoffentlich alle gesehen habt, haben wir ja die Poker-Location umgebaut. Und jetzt bin ich aber schon wieder in der Poker-Location, denn es gibt Probleme. Und warum gibt es Probleme? Weil ich die Kameras geändert habe. Kameras habe ich geändert, weil in Vlog 2 habe ich ja gesagt, wir wollen bessere Kameras. Und ich habe auch direkt losgelegt und habe eine 4K-Kamera gekauft. Gute Nachrichten für uns, für euch. Daumen hoch. Mit der filme ich mich nämlich gerade. Und die macht ein super geiles Bild, gibt uns wirklich geile Möglichkeiten jetzt für unser Stream-Projekt. Aber in Kombination mit unserem PC ist die zu gut, wie ich feststellen musste. Beim letzten Stream haben wir Bildausfälle gehabt, wir haben Übertragungsschwierigkeiten gehabt. Ich konnte die Kamera nur in Full HD laufen lassen und schlechter Qualität. Wir haben ein Bandbreitenproblem mit unserem Computer. Im Computer ist ja eine Capture Card verbaut und die läuft nicht mit voller Bandbreite. Das will ich heute ändern. In Vlog Nummer 4 und dem schaut er direkt zu. Genau, 4K ist nämlich geil und bietet uns einen Haufen Möglichkeiten. Ich kann jetzt endlich im Stream bessere Bilder, bessere Bildausschnitte dadurch übertragen. Wir können bessere Detailaufnahmen machen, sowas zum Beispiel. Wir können bessere Porträts machen, ich kann bessere Fotos machen, bessere Schnappschüsse. Ich kann Bilder von mir beim Grillen aufnehmen. Wo ist denn jetzt schon wieder diese Barbecue-Soße? Ich kann Urlaubsaufnahmen machen. Ah ja, ist ja super hier. Ist ja wie im Prospekt, wie gebucht. Ich kann dramatische Aufnahmen machen. Also Möglichkeiten ohne Ende, wie ihr seht. Ich werde jetzt mal unser ganzes Setup aufbauen und gucken, wie jetzt die aktuelle Situation ist. Dann baue ich den PC um und dann funktioniert hoffentlich alles. Man sieht, es gibt so immer wieder mal grünes Flackern. Die beiden anderen Kameras und die hier oben drüber sind schon ausgestiegen. Also funktioniert eigentlich sehr suboptimal. Ich baue jetzt alles auseinander, alles um und dann probieren wir es nochmal. Raus mit der Kiste. Da ist sie drin, habt ihr ja gesehen. Ich räume die Schoße raus, zeige euch dann mal das Innenleben und erkläre genau, wo das Problem liegt. Dann kriege ich hoffentlich wieder alles heile zusammen. Und im Idealfall funktioniert dann einfach alles wie durch Zauberhand. So, also das ist unser Computer von innen. Hier ist unsere Capture Card. Hier haben wir unsere Grafikkarte und hier haben wir noch eine USB-Schnittkarte. Jetzt ist meine Hoffnung, wir schauen die Karte hier raus, hauen die Karte raus und dann läuft die Kiste mit voller Bandbreite. Und ja, jetzt habe ich auch vergessen, welche das waren. Also gehe ich nochmal kurz an den PC und lese die Anleitung durch. So, jetzt mal kurz die Anleitung hier gucken. Ah ja, da steht's. Der andere Slot, wo die Elgato drin war, läuft auf vierfacher Geschwindigkeit, außer wenn in einem der anderen Slots, hier beschrieben, Steckkarten drin sind. Dann wird er gedrosselt. Die USB-Karte rausschmeißen und dann müsste es eigentlich schon funktionieren. Rausgeschmissen habe ich sie schon. Das heißt, ich muss jetzt die Elgato wieder reinschrauben, alles wieder verkabeln, alles einstellen und dann machen wir den nächsten Kameratestlauf. So, also wieder rein mit dem Ding. Müsste eigentlich ganz einfach gehen. Reinstecken, ja, ja, super. Schrauben. Aha, geht super. Eine Schraube ist noch übrig, die machen wir jetzt einfach mal hier rein. Ich glaube, im Computer ist sie besser aufgehoben als irgendwo hier auf dem Boden. Energie. Kiste läuft. Es geht's, tada! Sehr gut. Ist ja eigentlich gerade egal, wo ich jetzt hingucke. Ihr seht jetzt im Bild alle Kameraperspektiven, die wir aktuell im Stream haben, die in so einem Regieraum, Kölner Videokeller. Genau, Kölner Videokeller, der Videoschiedsrichter, so muss das aussehen. Geil, dass wir das jetzt gelöst haben. Erspart uns einen Haufen Technik, Mainboard, Umbau, Gedöns, was da alles dranhängt. Tipptopp! Hallo, hallo, hallo. Ich habe gerade gemerkt, ich habe in unserer Streaming-Software ja noch gar nicht auf 4K umgestellt. Das wäre jetzt quasi 4K hervorragend. Ich schalte mal ganz kurz um auf die gezoomte Ansicht, so wie es dann auch im Stream zu sehen sein wird. Also die Auflösung ist jetzt
immer noch besser als Full HD, weil wir haben ein 4K-Bild und zeigen davon einen Ausschnitt. Das ist aber immer noch qualitativ besser als Full HD. Ich glaube, das ist richtig cool. Andere Sache ist noch, wir haben jetzt alle Möglichkeiten von dem Mainboard ausgereizt. Mehr geht nicht. Da werde ich aber dann noch mal von zu Hause ein paar Worte zu sagen, zum das Abschlussfazit. Und genau, dann geht's da weiter. Ah, genau, da seid ihr ja. Abschlussfazit. Kommt mal näher. Ja, Abschlussfazit. Habt ihr ja schon ein bisschen gesehen in dem Vlog. Unser PC ist ein bisschen an der Kante, was die Anschlussmöglichkeiten angeht. Aber bei den einzelnen Kameras kann man natürlich noch nachbessern. Jetzt mit der 4K-Kamera, wo ich jetzt gerade die Aufnahme mache, ist natürlich mega. Unser Stream sieht von Mal zu Mal besser aus. Episode 9, denke ich, qualitativ mit bisher klar der beste Stream. Macht richtig Spaß. Wir sind jetzt gerade dabei und werden nach und nach altes Kameramaterial abstoßen und dafür immer neues nachkaufen, so wie ich es ja auch gesagt habe. Habe ich jetzt auch gemacht mit einer der alten Sony-Kameras, A5000. Die habe ich auf eBay eingestellt. Ist ja alte Kamera, aber naja, kann da vielleicht noch jemand nehmen oder noch jemand kaufen, der denkt, er fängt mal ein bisschen an mit Fotografieren. Da fällt mir ein, ich habe die eingestellt als Kamera-Body. Für die, die sie nicht auskennen, Kamera-Body nennt man nur das Grundgerät hinter der Kamera. Vorne ist das Objektiv, was das Bild dann schön und scharf und knackig macht und bunt und herrlich. Für 120 Euro Sofortkauf mit Preisvorschlag, wie man das halt so macht bei so einer alten Kamera. Kann man ja nochmal kurz fragen, kann die Kamera was, hat sie Probleme? Können wir vielleicht ein bisschen runtergehen im Preis? Machen wir 90, machen wir 100. Alles okay. Wird aber direkt gekauft. 120 Öcken, raus damit, ab nach Bochum zu einem Herrn Slimani. Jetzt kam die gestern an. 20 Uhr, weiß ich nicht, irgendwas, kriege ich die erste Mail. Hallo? Gibt es mit dieser Kamera ein Problem? Ich blende das mal hier ein. Ich bin ein freundlicher Mensch. Also, habe ich dem geantwortet, habe ihm das erklärt, wie das mit Kameras funktioniert. Er war auch selber freundlich, hat sich bedankt, aber da fällt halt echt nichts mehr ein. Klicken die Leute da einfach drauf? Blicken sie es nicht? Lesen sie nicht? Denken sie nach, wenn sie was machen? Also irgendwie, egal, das Ding ist weg. Er ist zufrieden, dass ich ihm geholfen habe. Habe ihm auch angeboten, weiterzuhelfen. Hoffentlich wird er glücklich mit der Kamera. Ich glaube es zwar nicht, aber naja, egal, ist er jetzt seine. Genau, das war der Vlog. Wer noch Bock hat, uns zu unterstützen, immer noch, kann gerne auf Abonnieren klicken. Und wer abonniert hat, kann auch gleich nochmal kurz ein paar Outtakes sehen. Für alle, die gespannt sind auf den nächsten Vlog, was da abgeht, weiß ich noch gar nicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich will mit der Kamera nach draußen gehen. Das ist eine Option. Oder wir machen was mit dem Ding hier. Für alle, die nicht wissen, was es ist. Müsst ihr mal gucken, was die nächsten Vlogs kommt. Da passiert auf alle Fälle was. Ansonsten danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, 1, 2, 3, Test, Test, Test. Ich denke mal, wenn du das so ein Chip hinhältst, oder? Ja. Soll ich die Tür zu machen, Alter? Da kannst du auflassen, wenn du jetzt nicht groß. Wegen Geräusch ist auch egal. Also, ja. Isst du zwei Würstchen, ja, ne? Ich würde zwei Würstchen essen, ja. So. Allein betreiben? Dumm, die wissen einfach gar nichts. Die hören nicht zu, wissen nichts.